Yo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von W2K23 Universe Mode. Und ihr seht schon, das Elimination Chamber ist am Start. Und AJ auch. Aber nicht nur AJ, wir haben ein sensationelles Comeback. Moin. Auf dem Weg zu WrestleMania schaltet sich Marvin wieder dazu und AJ sowieso, denn wir starten mit dem US Elimination Chamber Match, genau. You want to match? Challenger representing the OC from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles. So, jetzt ist AJ endlich durch, jetzt kannst du. Ja, genau, ein Master Match gegen Omis. Und dann wurde noch verprügelt von Shinsuke. So, wir würden ihn wahrscheinlich nicht treffen wollen. Ja, denke ich auch. Würde mich wundern, wenn nicht. Ich meine, AJ hat Shinsuke schon ein paar Mal geschlagen, aber trotzdem. Das wird schon ordentlich auf die Nuss geben. Und AJ sucht sich jetzt auch seinen Port hier aus. Beziehungsweise wird wahrscheinlich zugewiesen. Oh! Dominic Mysterio auch am Start. Und beliebt, selbst in Saudi-Arabien. Dirty Dom, mal gucken, was er heute wieder macht. The Judgment Day from San Diego, California, weighing in at 200 pounds, Dominic Mysterio! Ja, da habe ich schlechte Nachrichten für Dom. Denn hier ist noch jemand im Match, der ja, Dom gar nicht gefallen wird. Ich sage nur Dead be Dead. Also das wird ein bisschen kritisch werden. Aber Dominik ja. Sieht selbstbewusst aus wie eh und je. Und ich hoffe, dass wir hier keinen neuen US Champion mit dem Namen Dominic Mysterio sehen, weil dann gebe ich den Universal Mode auf. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Hoffentlich nicht passieren. So, Dominic Mysterio geht auch in seinen Port und anders als zum Beispiel beim Royal Rumble oder anderen Elimination Matches, sagt natürlich der Punkt, an dem der Superstar hier rauskommt, nichts darüber aus, wann er dann im Match auch teilnehmen wird, bis auf die letzten beiden, logischerweise. Der King of Strong Style will AJ an die Wäsche. Ja, irgendwie Raw. Ja, bei Raw haben die beiden sich quasi ununterbrochen schon bekriegt, mussten mehrere WWE-Offizielle dazwischen gehen. Das ist kritisch. Ja, und jetzt haben sie ein, sagen wir mal, offizielles Match mit noch anderen Leuten, aber... Ja, es ist halt No Disqualification und es ist im Chamber und es ist komplett insane. Ich meine, das letzte Match war ein Disqualification-Match und dementsprechend ist das Ganze mit Countout ausgegangen. Und Shinsuke, naja, hat seitdem nicht aufgehört zu brabbeln, will sich rächen an Styles für diese... Naja, in den Büchern steht es als Niederlage drin. Aber Nakamura wird das natürlich nie akzeptieren können. Während der Mann sich seine guten Kniescheiben wieder mal bricht. Aber die wird er noch brauchen. Für seinen Kinshasa. Yep. Die man wahrscheinlich heute sehen wird. Ja, in so einem Chaos ist so ein Finisher auf jeden Fall eine gute Sache. Und Shinsuke scheint sich direkt wieder auf den Weg Backstage zu machen. Nein, okay. Sucht sich seinen Port anscheinend. Ich dachte schon, der verabschiedet sich da schon durch die offene Tür. Und wieder raushüpft. Aha. Oh, man sieht, das ist direkt, es gibt auf jeden Fall schon mal ein paar Matches, ja. Oder was für Zündstoff sorgt.
mit Rey Mysterio und Dominic Mysterio und dann AJ Styles und natürlich auch. Ja. Ja, ja, stimmt. Es gibt einige Aufteilungen in dem Match fast schon. Stimmt, da stimme ich auf jeden Fall zu. Da hat Elias ganze Arbeit geleistet. Ja. Und Rey Mysterio hatte auch in den letzten Wochen und Monaten eher weniger zu tun. Ist mal irgendwie von Raw zu SmackDown und andersrum. Und mittlerweile scheint er sich jetzt wieder für den Red Brat entschieden zu haben. Hat auch das dementsprechende Outfit an. Und das Dominic Mysterio da am Start ist, kann, glaube ich, irgendwie dann auch kein Zufall sein. Auch wenn ich das Rey natürlich nicht unterstellen würde, dass er hier seinem Sohn nochmal eine Lektion erteilen will nach WrestleMania 39. Aber wer weiß. Wir warten auf den letzten Teilnehmer. Haben wir noch zwei? Ach, zwei haben wir, stimmt. Rey geht in seinen Port und... Oh! Einer der ersten US Champions des Universe Mode. Carmelo Hayes, ja. From Boston, Massachusetts, weighing in at 210 pounds, Carmelo Hayes. Und Alter, stellt euch mal vor, Carmelo Hayes springt da jetzt von dem Pod runter und haut seinen Nothing But Net, seinen Leg Drop raus. Holy shit. Da hätten wir einen Moment, aber mal gucken, was passiert. Und es wäre natürlich, dieses Männchen wäre natürlich das Ticket für Carmelo Hayes, um zu WrestleMania zu kommen, auf die Card es zu schaffen, weil das kann ich euch gleich sagen, auf die WrestleMania Card kann es natürlich leider nicht jeder schaffen. Und natürlich zu guter Letzt darf einer nicht fehlen. Der US Champion. Der US Champion. Der Leader des Nexus. Der altbekannte, gut bekannte. Wade Barrett. Wade Barrett, genau. Und der hat hier keine Teammates drin. Keiner von den Nexus ist dabei, genau. Vielleicht bildet er seine eigenen Allianzen. Ja, vielleicht. Der US Champion nimmt die Championship ab und geht confident, selbstbewusst in das Chamber rein und stellt hier klar, Jungs, ich bin der Champion und ihr werdet alle an meinen Füßen lecken. Was? Dann geht's los mit Carmelo Hayes gegen Wade Barrett und Barrett weicht schon mal direkt Hayes aus und setzt ein paar üble Kicks in die Magengegend und zum Kopf. Kick out. Ja. 2-1. Oh! Wieder gegen den Kopf. Und Barrett will hier die Offensive früh pushen gegen Carmelo Hayes. Will dem Youngster so ein bisschen die Luft rauben. Ja. Ihn auf den Boden zu lassen ist auch die beste Möglichkeit. Weil er ja ein guter Highflyer ist. Ja, er hat crazy Athletik im Petto. Und Barrett kommt natürlich eher über seine Power, eher über diese alten, bekannten Wrestling-Qualitäten. Und wir haben gleich den nächsten, den dritten, im Match. Nummer 3 wird sich bald auf den Weg machen, genau. Während Barrett jetzt erstmal hier den Hold gegen Hayes setzt und den Pin. Und das ist Rey Mysterio. Rey Mysterio, der Legendary Luchador. Aber man kann jetzt sagen, jetzt gibt es noch keine wirklichen Rivalitäten zwischen den drei. Ja, nicht so richtig. Aber das kann sich ja auch spontan im Match entwickeln. Also Carmelo Hayes Rivalität ist auf jeden Fall gefühlt mit jedem hier. Weil Hayes lange mit einer Verletzung raus war und jetzt endlich wieder da ist. Oh mein Gott. Aber man sieht Highflyer jetzt gegen Highflyer. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, die Knie ins Gesicht von Rey. Und der Kickout und da außen am Ringrand tigert Wade Barrett hin und her und überlegt hier, welche Strategie am besten zu benutzen ist. Kommt wieder rein und Carmelo Hayes will direkt Stress anfangen. Oh! Wir haben Nummer 4 schon. Ja, wo kommt das?
Styles kommt raus. AJ Styles. Und Barrett und Hayes und Ray sind hier schon ordentlich zur Sache gegangen. Natürlich noch nichts Extremes, aber ja, die drei lassen auf jeden Fall keinen Tisch stehen hier im Zweifel. Oh! Schöner Punch ins Gesicht. Konter, aber jetzt Ray mit seiner Schnelligkeit, der schöne Basement Dropkick gegen die Knie Area und das Carmelo Hayes oben auf der Top Rope. Barrett scheint es zu sehen, wird aber aufgehalten von Rey Mysterio. Oh, da kommt Carmelo Hayes. War das schon sein Finishing Move? What the hell? Ich glaube, er hat den Leg-Drop probiert, aber keiner war da. Ja, das sah nach seinem Nothing But Net aus. Ja. Okay. Jetzt kommt mir das Schlimmste rein. Shinsuke oder Dirty Dom? Es ist Nakamura. Oh Gott, Carmelo Hayes ist auf der Top Rope. Oh no! Er wartet auf. Okay, ich glaube, Carmelo Hayes hat gerade wieder Probleme mit seiner alten Verletzung. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, da kommt er! Oh Gott, die Powerbomb! Abgefangen von AJ! Der Dropkick von AJ und what the hell? Alter, die Action ist fast and furious. Oh, schöner German da von AJ. Wir sind bei Nummer 6 angekommen und es kann natürlich noch Dirty Dominic Mysterio sein. Und die ersten beiden Cover. One. Und der... What? Shinsuke Nakamura kickt aus dem Frog Splash bei 1 aus. Nakamura hier noch sehr fit. Ja. Jetzt hat Barrett hier Nakamura vor den Augen. Was hat Barrett mit Nakamura vor? Der kontert. Oh Gott, was ein Kick. Und im Ring. Oh mein Gott, Ray und Dominik arbeiten zusammen. Was zur Hölle haben meine Augen da gesehen? Und der 619 kommt aber. Ja, der 619, aber Shinsuke scheint da was dagegen zu haben. Oh, Clothesline gegen Ray. Jetzt kommt Dirty Dom da gegen Shinsuke an. In der Corner Carmelo. Hayes. Und Wade Barrett, Big Boot gegen Hayes. Jetzt kommt Rey Mysterio wieder an. Oh Gott, über die Seile geschmissen. Warte mal, was hat AJ Styles auf? Oh mein Gott, Styles Clash. One, two. Oh, der Kickout von Rey. Rey Mysterio ist hier gerade aus dem Styles Clash ausgekickt. Das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Und jetzt kommt Hayes raus gegen Nakamura. Oh, kick to the guard nochmal. Oh Gott! Dirty Dom ist ausgenockt. Clothesline gegen Rey. Barrett geht für den Big Boot. Der failed komplett und AJ wehrt sich gegen Dirty Dominic. Oh, Knee Strike. Big Boot. Und ein Dropkick. Drin und draußen geht's ab. Und jetzt kommt der Film von Carmelo Hayes. Und Rey Mysterio ist raus. Oh my! Carmelo Hayes eliminiert Rey Mysterio. Oh my god! Oh, oh what? Carmelo Hayes hatte Wade Barrett für Wasteland auf den Schultern, aber Barrett kontert mit seinem eigenen Wasteland. Oh, und Shinsuke! Shinsuke kriegt den Styles Clash. Oh, Kickout! Gerade so. Aber Shinsuke muss jetzt aufpassen. Was zur Hölle sehen meine Augen? Sind da jetzt in der Corner
zusammen mit Barrett und Hayes im Ring. Der Snap Suplex gegen Dirty Dom. Was hat Barrett davor? Oh Gott, Barrett kriegt die Schläge. Oh Gott! Und AJ nutzt es aus. Oh mein Lord! Nothing but net. Du darfst Carmelo Hayes nicht angreifen, wenn er auf den Top Rope ist. Das darfst du einfach nicht machen. Da musst du dich in Sicherheit bringen. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders sagen soll. Das ist gestört, wie athletisch Carmelo Hayes ist. Ein schöner Neckbreaker und DDT da von Dirty Dom gegen den Champion. Der Champion ist immer noch in dem Match hier. Aber er versucht jetzt gegen Carmelo Hayes, der kickt aber aus. Jetzt geht AJ Styles gegen Wade Barrett vor. Der kann aber kontern. Headkick von Kimura. Los rein gegen Carmelo Hayes. Und Shinsuke Nakamura will AJ. Oh-oh! Aber Dirty... What? Dirty Dominic ist dirty, Alter. Oh! Da kann man ein bisschen auf. Müsste wieder nochmal für den Pin. Und hat irgendein Problem mit dem Hinterkopf. Oh, Shinsuke geht wieder für sein Signature. Müssen wir mal den Pin. Aber die kriegen nicht. Oh, und wieder. Wieder der Kickout. Oh, da kommt Dirty Dom an. Oh. Hier immer Dirty. Nakamura. Und ist jetzt zu dritt draußen rum. Spear von Dominik. Und Cover gegen Carmelo Hayes. What? Carmelo Hayes wurde durch ein Spear. Oh. AJ ist raus. Und Shinsuke Nakamura ist derjenige, der dafür gesorgt hat. Und Dirty Dom ist da jetzt in der ganz üblen Position. Barrett nimmt. Oh no, please don't. Oh my God. Oh my God. Der US Champion is in trouble. Und Nakamura guckt sich das von oben an. Oh mein Gott! Und springt neben Dominik. Oh. Alle drei sind out of it. Aber ich würde sagen, Barrett hat den meisten Schaden abbekommen. Gut. War ja schon am Anfang direkt dabei. Alter, wie der da rauskrabbelt. Barrett ist done. Barrett ist tot. Und was kommt jetzt von Dominik? Oh! Mit dem Gesicht voran. Warte mal, sehe ich da richtig? Was zur Hölle ist da mit Wade Barrett los? Wade Barrett ist oben auf dem Chamberport und erholt sich anscheinend davon, dass er gerade durch Glas durchgerannt ist. Und guckt dem Match da unten zu zwischen Dirty Dominic Mysterio und Shinsuke Nakamura. Und Nakamura macht da jetzt Anstalten, greift an. Oh mein Gott! Barrett springt daneben. Barrett springt daneben. No water in the pool. Und Shinsuke hat jetzt hier die perfekte Chance. Schmeißt erstmal Barrett. Shinsuke geht jetzt auf die Top Rope. Oh mein Gott! Und Shinsuke zeigt, wie es geht. Und pinnt. Dirty Dominic. Und man sieht schon, auch Shinsuke schon ein paar Mal das Spiel davon getragen. Ja, wir haben jetzt das letzte Pärchen hier in dem Match. One on one. Shinsuke Nakamura gegen Wade Barrett. Oh mein Gott, Shinsuke fordert Barrett nochmal raus. Jetzt geht's hier zur Sache. Oh! In den
In die Abschwörung. Stahl ins Gesicht. Aber Barrett ist hier noch nicht fertig. Backbreaker! Gegen Nakamura. Lässt sich hier aber überhaupt keine Zeit. Will Nakamura hier endlich aus diesem Match raus haben. Oh, was für ein Kick. Und Barrett sitzt einfach noch benommen da. Kriegt noch einen Headkick hinterher. Oh! In die Absperrung geht's auch noch. Oh, what? Oh mein Gott, Kinshasa gegen den Champion. Shinsuke Nakamura ist hier gerade dabei, die US Championship zu gewinnen. Oh, gegen die Schulter, der Shoulder Breaker. Jetzt das Cover. Oh, Kick up von Barrett. Oh mein Gott. Ist das da noch raus? Und der nächste harte Move, diesmal unten drauf. Und wieder der Kickout. Nakamura ist aber noch nicht fertig. Oh no. Nein, sagt Barrett. Fängt sich endlich an zu wehren. Versucht Nakamura wieder in den Ring zu kriegen. Nakamura hat nicht so richtig Lust. Oh, die Nakamura ist auch fertig. Ja, ich glaube, beide sind hier echt fertig. Oh my Lord! Was für ein Headkick von Barrett. Du siehst, nachher krabbelt nur noch im Gegenwind. Oh, Konter von Shinsuke. Rennt in Barrett rein. Oh! Und hochgeworfen. Wie ein Gegenwind. Alter! Und Shinsuke fängt jetzt an, wieder zu quatschen. Alter. Also Shinsuke Nakamura's Striking ist hier auf einem anderen Level gerade im Verhältnis zu Barrett. Ja, aber eine Sache. Die kann Barrett gut. Ja, viel Schaden einstecken. Auch viel Schaden ausrichten. Ja, das stimmt. Barrett kontert jetzt Nakamura aus. Will jetzt hier für die Winds of Change gehen, aber in die Augen geht's von Shinsuke. Aber es scheint Barrett gar nicht so wirklich zu interessieren. Nimmt sich jetzt Nakamura wieder in den Irish Whip. Oh! Und wird wieder hoch. Und Barrett will hier sein Statement machen. Bullhammer, Elbow, aufgeladen und umgesetzt. Jetzt vor. Das reicht ihm noch nicht. Es reicht ihm noch nicht. Oh no! Er springt daneben. Oh no. Barrett macht irgendwelchen Scheiß und ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass er die Championship verteidigt. Er hat so lange gewartet. Oh, Punch. In die Magengrube. Alter. Beide. Versuchen sich einfach nur noch gegenseitig auszunocken. Oh, wieder der Fireman's Carry Slam von Nakamura. Konter von Barrett. Konter von Shinsuke. Konter von Barrett. Oh my God. Was hat Barrett da in der Hand? Oh! Der Knuckles. Den Schlagring gegen Nakamura. Alles perfectly legal im Chamber. Und Wade Barrett. Boah. Als erster. Ja. Seit Anfang an dabei. Und das Match. Starkes Match. Und Barrett setzt sein Statement. Und er zeigt auch, ich bin kein Highflyer. Aber er ist auf jeden Fall ein Striker und was für einer. Wir sind beim nächsten Match und Omos kommt raus. Match Nummer 2. Cody gegen Omos. Oder Omos gegen Cody, so gesehen. Und Omos
kommt hier wieder mit einem ziemlich mies verzogenen Gesicht zum Ring. Ist es anscheinend leid, gegen Cody Rhodes anzutreten. Hat ihn schon zweimal geschlagen. Einmal eine Triple Threat, einmal eine One-on-One-Action. Ja, und Omos kann natürlich nur noch verlieren irgendwie in einem Match. So. Also, wenn er Cody schlägt, ja, hat halt Cody zum dritten Mal geschlagen. Wenn er verliert, sagen alle, oh, Cody kann ihn doch besiegen. Ja. Deswegen ist das für Omos schon ein bisschen übel. Die Ringarbeiter hier haben auch hart gearbeitet, um das Elimination Chamber schnell abzubauen. Und der American Nightmare, er sichert sich schon somit seine letzte Chance, hier irgendwie nochmal einen Sieg einzufahren gegen den Nigerian Giant, gegen Omos. Denkst du, Cody hat noch eine Chance hier? Ja, ich glaube, er hat eine Chance. Aber man darf natürlich die Bogen unterschätzen. Aber Cody natürlich auch nicht. Ja, ich meine, Cody hat eine Menge Erfahrung, ne? Aber die wird er auch brauchen hier. Und Omos verzieht sich schon aus dem Ring. Und wir schauen mal, wie lange unser Pay-Per-View heute gehen wird. Also es wird wahrscheinlich, das kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, aber ich denke, es wird wahrscheinlich in zwei Teile aufgeteilt werden. Also da mal schauen. Aber Cody will hier nur einen in zwei Teile aufteilen und das ist Omos. Cody Chance. Omos, Rhodes. Beide ready. Und da gibt's nochmal Wortgefecht und dann gibt's für Cody erstmal. Für Cody geht's hoch und runter und zwar zweimal. Und Omos. What? Bitte, wie? Weil ich einfach rumpelt. Aber Omos. Oh no, Omos ist hier nicht fertig. Oh my god. Ich glaube, Cody weiß nicht, womit er sich hier angelegt hat. Ja. Omos trägt Cody jetzt hier zum Announcers-Table. Und ich denke, wir wissen alle, was Omos hier vorhat. Und es ist nichts Gutes. Chokeslam durch den Tisch. Das ist auch so, sagen die Fans. Die Fans buhen und jubeln gleichzeitig. Keiner weiß, was hier abgeht. Auf jeden Fall hat Omos das Match gewonnen. Match Nummer 3 und es geht um die Undisputed Tag Team Championships. Und naja, ihr seht schon, wer da gerade mal sich ankündigt. Das ist natürlich Imperium, Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser. Ja. Und die beiden nehmen die Sache natürlich, wie immer, sehr ernst. Gucken ein bisschen stoisch ins Publikum. Und das wäre natürlich ein historischer Erfolg für Imperium, nachdem sie das erste Mal die Championships gewinnen konnten. Dann auch die SmackDown Titles zu gewinnen. Tornado Tag Team Match. And is for the SmackDown Tag Team and the Raw Tag Team Championships. Introducing the champions at a combined weight of 440 pounds. Ludwig Kaiser and Giovanni Vinci, Imperium! Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so über die Tag Team Division denkt. Der aktuelle Plan von Elias und auch Adam Pearce
scheint zu sein, die Tag Team Division erstmal nicht auf der WrestleMania Card zu haben. Also da könnt ihr gerne Bescheid sagen, was ihr darüber denkt, ob die Gewinner dieses Matches hier auf der WrestleMania Card sein sollten oder nicht. Ich glaube, die beiden brauchen wir nicht fragen. Die sind sich da auf jeden Fall direkt einig. Ja. Denn der Rücken ist gerade und die Championships sind rot. Machen wir uns also bereit für die Übernahme dieses Matches. Wahrscheinlich. Durch die Authors of Pain. Akim und Reza. Introducing the champions at a combined weight of 456 pounds. They are the SmackDown Tag Team Champions, the Authors of Pain. Eine Einheit, wie sie im Buche steht, aber das kann man auch im Imperium behaupten. Also ist auf jeden Fall sehr interessant. Muss man sich erstmal Gedanken drüber machen, wer hier eventuell das schwache Glied in diesem Match ist oder eventuell einen Angriffspunkt bietet. Aber ich bin mir sicher. Auf jeden Fall eine Schlacht. Ja, genau. Ich bin mir sicher, dass Akim und Reza wissen und denken, dass sie es auf jeden Fall nicht sind. Keiner von beiden. Dann gucken wir mal rein in dieses Match. Die Referee kommt nicht mit vier Championships zurecht. Deswegen müssen es zwei sein. Die Raw und die SmackDown Championships sind am Start. Genauso wie Imperium und die AOP. Let's go. Und das Fest ist eröffnet. Jetzt mal gut los. Alter, big boot. Da stürzt sich schon mal Ludwig Kaiser auf Reza, während Akim da gegen Giovanni Vinci loslegt. So, der Booty wird gezogen und da gibt's den German und das gleichzeitige Cover. Und beides sind Two Counts. Und das versucht hier Ludwig Kaiser hier eine Überzahlsituation zu schaffen. Aber die AOP, clever, taktisch, zieht sich zurück. Und Ludwig Kaiser. Aber nicht so clever von Giovanni Vinci rauszugehen. Ja, auf jeden Fall. Denn Ludwig Kaiser meint, komm hier in den Ring. Oh, wieder da von AOP. Giovanni Vinci kann da ausweichen. Reza kann da jetzt auch kontern. Akim zieht Giovanni Vinci das Bein weg. Und die Authors of Pain haben dieses Match schon übernommen. Und ich Kaiser da in der Corner. Elbow Drops von Akim. Ja, jetzt gegen den Deutschen. Kick out bei 2. To the guts. Und jetzt ist die AOP vorne in dem Match. Oh my God, what? Kleine Misskommunikation da von Akim. Und Reza landet dadurch in der Corner. Oder nicht in der Corner, in der Barricade, so rum. Props auf jeden Fall heute an die Ring Crew, weil die hat es geschafft, den Announcer's Table schon wieder aufzubauen nach Omas Wutanfall da eben. Da gibt es jetzt irgendeine Art von Manöver von, oh Gott, von Razor. Von Akim, so rum. Ja, da kommt wirklich Kaiser, Snapmare. Zumindest der Versuch, ja, da ist er. Oh, Soccer Kick, nein! Der Tag Team Partner ist im Weg! Und jetzt geht das Ganze hier irgendwie nach hinten los. Elbows in Rücken.
Wow! Schön ins Gesicht. Oh, Powerbomb! Aber Ludwig Kaiser ist jetzt hier am Start. Den Airball. Konter von Kaiser. Punch für Begat. Snapmare. Nein. Konter. Oh, in den Power Slam. Kickout bei 1 von Kaiser und Giovanni Vinci und Reza versuchen da jetzt alles. Aber Akam will mit gebrochenen Knochen sehen. Geht jetzt auf die Top Rope. Oh no. Oh my God. Elbow Drop. Aber der Konter von Giovanni Vinci, der jubelt. Ja, oh. Das war eine Runde. Akam sagt nur, that's what I do. Aber Giovanni Vinci macht auch was. Oh, da gab es einen Move im Ring. Cover von Ludwig Kaiser für die 2. Oh, das. Oh mein Gott! Ludwig Kaiser passt auf, aber springt zu Gott. Die denn da? Harter Big Boot gegen den Tag Team Partner. Ich glaube, das war so ein Zeichen von wegen, Junge, wach mal auf. Ein bisschen harte Liebe. Konter, der Powerbomb von Ludwig Kaiser. Oh, Canadian Neckbreaker. Dropkick. Das ist der Leim. Oh, oh mein Gott, what? Giovanni Vinci, was? Giovanni Vinci ist ja ein Verrückter. Beide Teams testen hier ihre Limits. Oh, was für ein Move wieder im Ring. Und Ludwig Kaiser hat es nicht mitbekommen. Jetzt hat das mitbekommen. One Count und Ludwig Kaiser ist auch da. Regt sich da wahrscheinlich ein bisschen Giovanni Vinci auf. Schon der Single Leg Dropkick jetzt. Kick to the guts. Oder to the back, besser gesagt. Und Reza will da jetzt weitermachen. Inverted DDT. Konter von Ludwig Kaiser. Ist jetzt auf der Top Rope. Und der Big Splash. Kick-out von Reza und Akam hat sich aus dem Ring verabschiedet. Und Giovanni Vinci ist schon wieder geistesgestört. Der hat auch irgendwelche. Und was macht er zu dich? Kaiser da! Was für ein DDT! Oh, draußen. Oh! Kick-out. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Enzo Giri. Und da wird der Tag Team Partner aufgehoben. Oh Gott, die Referee ist down. Das könnte noch mal. Die Referee ist down. Und die Chance, die Powerbomb für Akam. Und Reza macht direkt wieder mit. Oh! Der Geist ist gestört wieder. Im Ring. Oh mein Gott, Giovanni Vinci mit dem Stalling Suplex. Oh mein Gott! Oh Gott! Reza ist da auf seinen Kopf gefallen. Oh, aber Giovanni Vinci mit dem Power Slam. Cover jetzt. Aber der Rope Break. Oh, Small Package. Roll Up. Cover von Ludwig Kaiser. Die Ref braucht ein bisschen zum Zählen. Two. Kick out. Und jetzt, oh no, oh no. Da zieht sich Ludwig Kaiser schnell zurück und gibt Akam, Reza, Entschuldigung, einen schönen Spinebuster. Versucht er jetzt Akam auch aus dem Match rauszukriegen, aber der lässt sich nicht auf die Provokationen ein. Und big booted Giovanni Vinci lieber in die nächste Woche.
und jetzt auch die Flying-Aktion von Akim. Elbow Drop. Aber da kommt Judith Kaiser und er hat ihn oben. Und er hat ihn unten. Cover für die drei. Nein. Judith Kaiser versucht es nochmal. Verzweifelt hier. Aber da kommt Razor und löst das Cover auf. Oh, jetzt gibt es einen Roll-Up. Jetzt gibt es einen Roll-Up von der AOP. Jetzt zieht sich die AOP hier wieder zurück und Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci fliegt da wieder hinterher. Aber jetzt liegt doch Ludwig Kaiser. Und zwar ins Leere. Knees to the gut, der MMA-Background von Razor. Zeigt sich, aber Giovanni Vinci kommt jetzt dazu. Spinebuster. Und der Fall wieder. Und jetzt Imperium, 2-on-1, Kick to the Guard, Powerbomb-Ansatz, Spinning, Sit-Out, Powerbomb, Cover von Giovanni Vinci für die Championships. Und Imperium sind undisputed WWE Tag Team Champions. Unglaubliches Match. Extremst knapp auf beiden Seiten. Es war die angesprochene Schlacht. Aber am Ende steht Imperium fast schon überraschenderweise ganz oben. Crazy Match. Verdient gewonnen. Nächstes Match am Start und wir haben eine wütende Viper. Das ist nicht gut. Und die Viper ist auch noch muskulös. Muskulöser als sie jemals war. Also man kann fast sagen, aus der giftigen Viper wird eine Würgeschlange wie eine Boa Constrictor. Also es ist absolut krass, in was für eine Shape sich Randy Orton gebracht hat. Und ja, bisher war tatsächlich Alberto Del Rio der Leidtragende. Letzte Woche bei SmackDown hatten wir das One-on-One-Match zwischen McIntyre und Del Rio. Und was danach passiert ist, war natürlich geisteskrank. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Marvin, aber die Aktion von Randy Orton danach war absolut übel. Ja. Der gute Orton kommt während des Matches, beziehungsweise als es ein Countout gab, kommt Orton raus, RKO Drew McIntyre weg und RKO dann auch Alberto Del Rio, aber nicht irgendwie, sondern auf die Steel Steps am Ringrand. Also hat Orton wieder mal eine seiner schlimmsten Seiten gezeigt, fast schon. Aber der Erfolg spricht leider für ihn. Oder? Der Erfolg, ja klar. Der Erfolg spricht für ihn. Wobei man auch sagen muss, das Match bei Day One, wo es um ja, die Zukunft in der WWE ging, hat Alberto Del Rio gewonnen durch natürlich seinen Patented Cross Arm Breaker. Aber so Submission Shenanigans, die werden wir heute Abend hier nicht sehen, höchstwahrscheinlich. Denn Drew McIntyre will einfach nur den Kopf von Randy Orton wegtreten nach dem RKO letzte Woche bei SmackDown. Du musst aufpassen, dass Randy Orton nicht seinen Kopf wegtritt. Da ist auch was dran. Und wir sehen im Hintergrund auch der Rio, also der begleitet McIntyre hier auf dem Weg zum Ring. Also Randy muss langsam aufpassen, dass er sich nicht mit zu vielen Leuten gleichzeitig anlegt. Ja, am Ende stehen da so 5 Leute rum. Einer kommt bestimmt mit gleich raus, ja.
Die Fans schreien nach einem RKO. Und Randy gegen McIntyre. Geht hier los. Und der erste Strike geht an McIntyre, der zweite und der dritte aber an Orton. Und wir haben es schon so oft gehört, aber wenn du einen WWE Superstar von Grund auf erschaffen möchtest, dann wäre es Randy Orton. Und der Rio legt jetzt hier Hand an Randy. Du wirfst schon wieder den rein, ja. Zurück in den Ring. Orton mit dem, oh Gott, mit der Clothesline in den Hinterkopf. Startet das Match hier in keinem soften Weg und arbeitet jetzt an der Rio, an McIntyre. Entschuldigung. So, Clothesline von McIntyre. Und die Punches. McIntyre hatte in den letzten Wochen auch nicht super viel zu tun. Und ist jetzt wohl hier auf dem Pay-Per-View, auf der Pay-Per-View-Card gelandet zu sein. Und schafft es jetzt, die schnelle, gefährliche Dynamik von Randy Orton zu unterbinden. Hat ihn in der Corner, Clothesline ihn. Und Orton hat ein Problem und das ist groß und das ist schottisch und das macht keine halben Sachen. Backbreaker, noch ein Backbreaker. Und direkt ins Cover gegen die Viper. Kickout bei 2. Schau von McIntyre. Irish Whip und Spybuster. Da wäre Double A. Arn Anderson stolz drauf, glaube ich, auf den Spinebuster. Oh! Orton kommt zurück. Und geht direkt für den Spike DDT gegen McIntyre, der sich hier anscheinend nicht mehr dagegen wehren kann. Und da gibt es den DDT. Und er hat hart getroffen. Sogenannter Wirkungstreffer, würde ich fast behaupten. Und ist hier noch nicht fertig. Irish Whip. Und zurück. Und der European Uppercut. McIntyre kann aber das Knie hochbekommen. Und hier kontern. Und geht für den Neckbreaker. Und auch schnell fürs Cover. Oh, interesting Cover. Aber es ist nur die 1, egal wie du das Bein da einhakst. Orton ist raus. Oh Gott, da kommt McIntyre angeflogen und fliegt daneben. Weil der Rio da involviert war. Und zur Strafe gibt's den RKO. Der Rio und ich befürchte, McIntyre ist aber sowas von weg. Norton hört hier nicht auf, macht weiter. Oh, Elbow Drop gegen den Rücken vom Scottish Warrior. Cover von der Viper. 2. Oh. Und Orton überlegt, wie er hier weiter verfährt. Chops, wütende Chops von McIntyre. Oh, Dropkick. Norton will anscheinend den nächsten RKO. Nein, angetäuscht, Dropkick. Bein ist oben, kommt aber nicht zum Zug. Aber McIntyre hat jetzt hier verstanden, dass er was machen muss. Clothesline. Ihre Chops, Irish Whip. Und Norton ist in der Defensive. Schöner Kick von Orton. Oh! Wieder die Clothesline gegen den Hinterkopf. Und Orton ist hier ready to strike. Aber da ist der Rio. Schoolboy. Kick out von der Viper. Aber abgefangen. Von McIntyre. Von Drew, genau.
Norton landet wieder diesen Backbreaker in die Clothesline. Und was hat Orton davor? Oh no. Don't. Oh my god, Punt Kick! Oh, da kommt der Rio an. Und der Rio verhindert, dass Drew McIntyre das Match durch den Punt Kick verliert. Clothesline. Konter. Konter in den Konter. Dass McIntyre hier überhaupt noch stehen kann. Big Boot. Und Orton geht aus dem Ring raus und hat anscheinend ein Wort mit der Rio zu sprechen. Rennt jetzt hinter Alberto Del Rio her. Okay, oh! Randy Orton kommt wieder zurück in den Ring. Claymore! Das hätte er nicht so machen sollen. Oh, ein Glück noch der Kickout von Orton, ja. Fight Forever hört man auch von. Der Move. Oh, schön! Der schöne. Der Rio ist wieder da und McIntyre versucht jetzt hier sein Comeback zu starten. Clothesline. Hat sich der Rio wieder eingeschaltet. Ja, der Rio hat den RKO ganz gut weggesteckt anscheinend. Und Drew McIntyre, Kick to the Gut, Future, Shock DDT. Orton ist am Seil, scheint aber keine Rolle mehr zu spielen. Two Count, Kick Out von der Viper. Und der Rio will den Claymore, aber er muss aufpassen. Orton ist schnell, Orton ist ganz gefährlich und weicht aus. Oh no. RKO! Und der Rio. Der Rio ist am Ring, aber es scheint keine Rolle mehr zu spielen. Dan McIntyre verliert leider das Match. Die Orton, ja. Here is your winner, the Viper, Randy Orton! Absolut insane. Pumpkick überstanden von McIntyre, aber der zweite RKO aus der Luft raus, der war da einfach dann doch wieder zu viel. Und Randy Orton gewinnt bei Elimination Chamber gegen Drew McIntyre und wird wahrscheinlich auf den Showdown bei WrestleMania gegen Alberto Del Rio bestehen. Ja, den auch ein RKO gedrückt hat.